Wir sind in der Offenbarung, Kapitel 3. Wir haben über Philadelphia gesprochen, geredet. Das ist die vorletzte der Offenbarung der sieben Gemeinden. Die ist dem Herrn sehr wohlgefällig. Die bleibt beim Wort Gottes. Sie stützt sich nicht auf menschliche Kraft. Sie hat kleine Kraft. Aber der Herr ist dieses Tor, der das Tor geöffnet hat, und keiner kann es schließen. Wir wollen dieser Gemeinde ähneln, in ihrem Glauben, die Geduld, die sie haben, den Glauben. Die Bösen haben sie nicht angenommen, keine Fremdlehren. Sie waren sehr gut aufgebaut und gelehrt in der Wahrheit. Und dann müssen wir auch alle sein, als Gemeinde, als Geschwister, alle wie ein, mit einem Geist, einem Herzen, einer Seele. Keine Bosheitung, keine Missgunst. Das ist alles menschlich und fleischlich, die dem Herrn nicht gefällig sind. Unser Herz muss rein sein. Und es müsste wie von einem kleinen Kind sein, unser Herz. Und deswegen sagt auch der Herr, wenn euer Herz nicht wird wie das von den kleinen Kindern, was die Bosheit angeht, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Sie haben keine Bosheit in sich. Im Augenblick können sie vielleicht böse sein und nach einer gewissen Zeit haben sie schon alles vergessen. Aber wir dürfen nicht uns aufregen und dann wieder vergessen und die ganze Zeit so machen, die anderen in schlimme Situationen bringen. Wir müssen aufpassen auf unser Verhalten und unserem Wandeln. Denn das stellt uns vor, damit durch unser Benehmen werden wir den anderen Menschen vorgestellt. So eine Zusammenfassung bis von 7 bis 9 und dann machen wir weiter von 10. Er spricht hier zum Engel der Gemeinde. Das ist natürlich nicht der geistliche Engel, denn wir haben viele Engel hier, die Gemeinde beschützen, aber hier der Engel auf vom griechischen Angelos ist der Botschafter, der die Botschaft des Herrn weitergibt. Und die Gemeinde ist nicht aufgeteilt, dass wir jeder sagt, jeder hat eine andere. Wir haben alle eine Verantwortung. Aber was das Wort angeht, der Lehre, die Verantwortung für das geistliche Wachstum hat der Engel der Gemeinde, also der Botschafter der Gemeinde, also der Hirte dieser Gemeinde. Denn wenn der Hirte das Wort nicht mehr richtig weitergibt, dann wird die ganze Gemeinde den Weg verlieren. Und es ist eine große Verantwortung, was die Lehre angeht. Und deswegen die Diakonie der Hirten, das ist eine doppelte Diakonie. Das heißt, es ist Hirte und Lehrer. Sie müssen das können. Sie müssen das ganze Mysterium des Wissens, des Glaubens haben, damit das Volk Gottes gut gelehrt wird. Und wir wollen auch wissen, wie nicht nur das Evangelium, das sind nicht nur die frohen Botschaften, die einer vergeben ist, aber die frohe Botschaft ist nicht nur das, was uns wachsen lässt und uns aufbaut, sondern die ersten, erste apostolische Gesandte sagt, die blieben standhaft in der Lehre der Apostel. Und es war nicht nur die frohe Botschaft, also das Evangelium. Und wir werden diese Lehre bewahren, nachdem wir sie erst gelehrt bekommen haben. Nachdem wir erst Schüler waren, werden wir sie behalten und die behalten wir bis zum Schluss, damit die Wahrheit in uns bleibt. Und da sagt der Wahre, der Heilige der Wahrheit, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt. Und der Schlüssel hat eine Funktion, abzuschließen und aufzuschließen. Der öffnet, ist Jesus Christus, die Türen.
Und der die Türen zuschließt, ist auch Jesus Christus. Wenn unser Herr eine Tür öffnet, dann wird es keine Kraft geben, die diese wieder zumachen kann. Und wenn der Herr ein Tor zuschließt, dann kann es keiner mehr öffnen. Wir danken den Herrn. Und deswegen vertrauen wir vollkommen den Herrn, welcher Türen öffnet. Und der Herr will, dass diese Türen geöffnet bleiben für das Wohl der Gemeinde. Denn es ist nicht gut, dass wir 100 Kilometer Abstände fahren und hingehen. Bevor wir hier das Tor hatten in dieser Gemeinde, gingen wir jede Woche nach Leonberg. Wir waren eifrig, der Herr hat gesehen den Kampf, den wir haben, des Neifer, und hat gesagt, es wäre so, als würde er sagen, ihr seid mir nützlich. Und deswegen hat er die Tür hier aufgemacht. Und das ist ein großer Vorteil für uns, liebe Geschwister. Der Bruder Luis ist einmal gekommen, es war auch wieder Pfingsten, und er sagte, Bruder, ich will dich was fragen. Ich sagte, sag Bruder, wie weit ist deine Gemeinde von deinem Haus? 2,5 Kilometer. Du bist sehr gesegnet, Bruder. Deine Arbeit, wie weit ist deine Arbeit? Dann wieder 2,5 Kilometer. Da sagt der Herr, liebt dich, Bruder. Was soll ich sagen? Ich gehe nach Athen, bis ich zum Zentrum brauche ich 45 Minuten einmal, eine Stunde, manchmal auch 1,5 Stunden. Der Herr liebt uns alle, der macht ja keine Ausnahmen, Bruder. Die anderen sind nah, die anderen sind weit. Aber die größte Gefahr haben die, die in der Nähe leben. Wir sagen, ja, wir sind in der Nähe, das ist da, das sind 3 Minuten. Wisst ihr, wie ich sonntags kämpfe, dass ich zur Zeit komme und ich sage, wie geht denn die Zeit so schnell? Und ich denke, es ist schon 9:55, das alles ist fertig, gehen wir, dass wir nicht zu spät kommen. Dass wir das Gebet noch schaffen. Das ist die Gefahr, liebe Geschwister. Die, die von Weitem kommen, die können die Zeit besser einteilen. Aber so darf nicht passieren, liebe Geschwister. Wir müssen pünktlich sein, denn wir brauchen, das ist ja Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen die Gemeinschaft der Geschwister, wir brauchen die Geschwister, die ihre Gaben haben zur Auferbauung. Denn wenn das Herz nicht aufgeht, liebe Geschwister, wegen dieser Stunde, dann kann das Wort nicht eindringen ins Herz. Lernen wir schätzen, das, was der Herr für uns gemacht hat. Lieben wir das? Denn wenn wir es nicht leben, werden wir es verlieren. Das ist die Wahrheit, was ich dir sage. Was ich sage. Wenn wir etwas nicht lieben und bewahren, dann werden wir es verlieren. Ja, wie werde ich es verlieren? Das kannst du verlieren. Der Teufel kann es dir stehlen. Der nimmt mir weg von den Geschwistern. Ich kann sehr in der Nähe sein. Ich kann nur eine Mauer zwischen uns sein. Und das haben wir erlebt. Eine Mauer hat sie getrennt. Und wir hatten Kilometer gemacht, 45 Kilometer, um hinzugehen. Und der nur eine Mauer hatte, der hatte immer Arbeit. Ich muss das machen. Ja, lass doch mal die Arbeit, Bruder. Guck mal, die Geschwister kommen von so weit her, um zu beten mit euch. Und du schaffst es nicht für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit. Wir sind immer bereit, die Entschuldigung zu geben und uns zu entschuldigen. Aber diese Entschuldigung, liebe Geschwister, die zählen vor dem Herrn nicht. Der nimmt sie nicht an. Wir sagen, lieber Herr, ich bin schuld oder ich habe keine Lust. Gib mir mehr Freude, dass ich mit mehr Freude zur Arbeit gehe, anstatt Entschuldigung zu finden. Entschuldigen wir uns nicht selber, liebe Geschwister. Der Herr kennt alles. Er kennt unsere Gedanken, unsere Herzen. Deswegen seien wir richtig und dem Herrn gegenüber ehrlich. Und ich kenne deine Werke und ich habe dir eine Tür geöffnet gegeben. Das heißt, Tür geöffnet heißt, ich habe dir viel Arbeit vorbereitet. Da kommen immer Menschen rein. Der Herr bringt Seelen rein. Ich will sagen, warum sind nicht viele in der Gemeinde geblieben, in der sie waren? Aber mit dem Herrn sind auch nicht alle geblieben. Da sind auch nicht alle geblieben. Der hat ihnen einmal eine Predigt gehalten und beinahe wären auch die 12 gegangen. Und was hat er ihnen gesagt?
der mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat nicht Leben in sich. Und seitdem, viele sind weg von seinen Jüngern. Und es waren Jünger, die ihn die ganze Zeit gefolgt haben. Und sie haben einen Grund gefunden, das hat er für mich gesagt. Also liebt er mich nicht. Und falsch, liebe Geschwister. Die Schafe des Herrn lassen sich nicht fallen. Und sie schauen auch nicht die Schafe des anderen. Sie schauen zu ihrem Herrn. Schauen wir auf die Stimme des Herrn, liebe Geschwister, des Evangeliums, damit wir standhaft sind. Wir haben alle Prüfungen gehabt, liebe Geschwister. Sie haben uns gejagt, gedroht. Wir haben viel erlebt in unserem Leben. Aber ich danke meinem Herrn, dass er uns bewahrt hat durch seine Gnade. Wir wurden versucht. Und ohne Prüfung kommt keiner ins Himmelreich, liebe Geschwister. Wir werden alle geprüft. Von allen wird uns der Glaube geprüft. Und nun das Tor ist auf. Und keiner kann sie schließen. Vielleicht gibt es viele, die Gegenteil sind. Vielleicht hassen sie die Gemeinde. Und was haben wir hier gehört, liebe Geschwister? Ich will es lieber nicht sagen. Er sagt, wo geht in diesem Stall, hat einer mal gesagt. Was geht ihr da, die machen euch eine Gehirnwäsche. Sie nehmen euch das Geld weg. Wir geben, wir nehmen nicht. Und das ist der Wille Gottes. Es ist besser zu geben, als zu nehmen. Wir haben alle Teil im Werk Gottes. Und das wäre sehr schlecht, die Geschwister auszunutzen. Wir stehen vor Gott und wir haben Hände und jeder kann arbeiten. 8, 9, 10 Stunden am Tag. Bis jetzt, Gott sei Dank, hat uns der Herr nicht gelassen. Aber seien die bösen Menschen und die Listigen, ja, der ist so, der ist anders. Und hinter dem ist der Teufel, der uns alle richtet, die Geschwister. Der beschuldigt immer die Geschwister. Er schwitzert hier rein für die Geschwister. Der hat das gemacht, der hat das gemacht. Er flüstert die ganze Zeit. Und nehmen wir nicht seine Lügen an. Denn in unserem Leben, liebe Geschwister, von das, was wir sehen, wurden wir auch getäuscht. Das Phänomen täuscht. Aber der Herr schaut ins Herzen. Er sieht den Kampf. Wir unterscheiden nach unserem Sehen und haben unsere Schlussfolgerung. Aber ich bin sehr oft rausgekommen, habe falsche Schlüsse gezogen. Samuel hat es in Israel noch nie gehabt, wie so ein Propheten. Alle von dann bis Versawe wissen, dass es ein Prophet war. Denn er hat gebetet, wo keine Wolke im Himmel war. Und es kam, er wurde verdunkelt und es geschah Donner und es kam ein Inferno an Regen. Aber als er den Saul ersetzen sollte mit einem neuen König, der ging zur Familie, da hat er sich beeilt. Der sagte in Eliav und dachte, das ist der Gesalbte des Herrn. Und er sagte, nein, der Herr, das ist er nicht. Ich habe ihn auch schon geprüft. Er ist der Erste, ist der Schönste, der Größte, der Schlauste. Das sieht der Herr nicht. Der Herr sieht das Herz. 7 Kinder. Nein, 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 sagte der Herr. Und am Ende war er enttäuscht. Als Menschen können wir falschen Schlussfolgerungen ziehen. Aber der Herr ist immer konstant. Das, was er sagt, das tut er. Das Werk des Herrn, liebe Geschwister, das Wort des Herrn kommt nicht leer zurück. Die gegen die Gemeinde sind, sind immer da. Damit sie das Himmelreich in uns kleiner machen. Damit unser Glauben kaputt geht. Sie sprechen schlecht über den einen, über den anderen. Und es ist besser, wenn der Mensch mit sich selbst befestigt, nicht mit den anderen.
viele schauen auf die Werke der anderen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jeder soll sein Werk schauen. Jeder soll sehen, wie er aufbaut auf das Fundament, was Jesus Christus heißt. Und nicht mit Streu, mit Heu und mit Holz, welches verbrennt oder der Wind wegnimmt, aber mit kostbaren Steinen, die vom Himmel sind, die Gewicht haben, mit Gold und Silber. Das hat alles seinen Wert. Wenn ein Haus darauf gebaut wird, mit der Führung des Heiligen Geistes, dieses Haus wird standhaft sein. Egal, was für ein Sturm, was für eine Böe und was für ein reißender Fluss kommt. Diese Gemeinde bleibt, wenn sie Fundament, die Wahrheit hat und der Herr Gott ist, sein Herr Jesus Christus ist, dieses Tor wird nicht schließen. Viele wollen dieses Tor schließen in dieser Stadt. Und viele, die unter uns waren und gegangen sind, wünschen sich, dass diese Gemeinde fällt, nicht nur in Bietigheim, sondern in ganz Deutschland. Und sie freuten sich, gefallen ist Deutschland. Was ist es? Ist es Babylon? Die Babylon ist gefallen, aber nicht die Gemeinde. Wir haben hier nicht ein Durcheinander. Wir haben geistliche Sicht, wir haben geistliche Führung, geistliches Wort, Nahrung. Wenn jemand wachsen will, der kann sich wachsen lassen. Wenn einer will, dass der Herr ihn nutzt in seinem Werk, dann wird er ihn nutzen. Und das geschieht mit der Erkenntnis der Wahrheit. Denn der Herr ist der, der die Tür öffnet. Und keiner kann sie schließen. Denn er sagt, du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt. Viele sagen, jetzt wo ich beim Herrn bin, bei mir geht alles krumm, seitdem ich beim Herrn bin. Liebe Geschwister, der Herr hat uns nicht berufen, dass wir verloren gehen. Das muss stark in unserem Herzen rein. Aber zur Segnung hat er uns berufen. Wenn es schlecht geht in unserem Leben, dann müssen wir dem Herrn näher gehen, damit wieder alles gerade wird. Wenn wir den Herrn nicht näher kommen, dann wird der Feind unsere Seele bombardieren. Wenn unser Herz nicht vollkommen dem Herrn gegeben ist, dann haben wir zwei Sinne, dann haben wir zwei Herren und keiner kann zwei Herren arbeiten. Entweder er wird den einen Herrn lieben und den anderen hassen, man kann nicht Mammon und Jesus arbeiten. Das passt nicht zusammen, die Welt und die Sünde. Oder wenn ich Freunde habe, mit denen ich arbeite oder die Arbeit teile, die sagen was anderes, die denken was anderes, die haben andere Pläne. Lieber Geschwister in der Nähe und dann haben wir auch Sicherheit. Der Herr soll uns bewahren von allem dem. Die Gemeinde des Herrn hat eine kleine Kraft, aber der Herr ist Jesus Christus und er ist stärker als der, der auf der Welt ist. Und wir wissen, dass der Herr die Welt in seinen Händen hält und die Gemeinde in seiner Gemeinde hält. Das sind auch die Hirtenhälter, die sieben Sterne und die sieben Hirten. Durch den Hirten hält auch die Gemeinde. Viele Segnungen können von einem Menschen kommen, aber auch viele, viele schlimme Dinge, wenn er nicht in der dort bleibt, wo uns der Herr gesetzt hat. Ich werde traurig, wenn sie fragen, wo ist der, der mit dir zusammengekommen ist? Wo ist der, der mit dir in Griechenland zusammenkommt? Weil den habe ich auch zu meinem Verwandten gebracht. Wir waren Geschwister, woher soll ich wissen, dass die gehen? Und nun, was soll ich das entschuldigen? Lügen kann ich nicht. Aber ich kann auch nicht alles sagen. Ich kann nicht sagen, dass er die Welt mehr geliebt hat als uns. Was soll man sagen? Wegen manchen wird schlecht gesprochen über das Wort, über den Namen Gottes. Sie haben nicht ihre Position gehalten. Und dann sind am Ende sind die Geschwister schuld. Seid ihr alle so? Der Herr will nicht, dass wir temporär sind, liebe Geschwister. Er will keine Touristen.
kam, sah und verging und ging. Mir gefällt etwas nicht und ich gehe. Wo soll ich hin? Wo finde ich was Besseres? Der Herr hat mich hierher gebracht. Du hast es auch gesagt, der Herr hat dich gebracht. Was hat sich nun geändert in unserem Herzen? Was kann uns ändern in unserem Werdegang und unsere, nur die Sünde. Die Sünde und die Liebe für die weltlichen Dinge. Wenn wir aber die Wahrheit lieben, dann sind wir dem Herrn und den Geschwistern verbunden, denn wir sind ein Leib. Ich habe mich oft verraten gefühlt. Verraten? Ja, das habe ich gespürt. Gefühlt. Wir haben zusammen angefangen, wir sind zusammen gegangen, wir haben zusammen gepredigt, das Zeugnis zusammen abgegeben. Nach einer gewissen Zeit oder nach langer Zeit, weg. Wo ist der Bruder? Ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt sagen? Aber die Wahrheit ist, liebe Geschwister, die Gemeinde lässt keinen. Wir tun keinen hinwegbringen. Wir beten, wir baten, dass sie bleiben, dass sie ihre Position beibehalten, denn sie haben das, sind in Gefahr und die Familie natürlich auch. Und der Teufel wartet nicht mit offenen Händen, er wartet mit einer Geißel. Wenn einer sagt, dem einen geht es besser, dann glaubt es nicht, liebe Geschwister. Viele sagen das. Mir geht super. Jetzt fühle ich mich frei. Warum hattest du vorher, warst du vorher im Gefängnis oder in Ketten oder mit einem Widerhaken festgemacht? Wir kommen ja selber von alleine. Wir freuen uns auf die Stunde, dass wir herkommen. Denn wenn wir die erste Liebe haben, dann freuen wir uns, hierher zu kommen. Dann kommen wir nicht unter Zwang. Und das ist die Liebe. Und das ist die wahre Gemeinde, die durch Liebe hierher kommt. Und sie hört auf die Stimme des Bräutigams. Und deswegen hören wir auf die Stimme unseres Bräutigams. Denn er liebt uns. Und er ist unser Retter. Und wir haben keinen anderen. Und hier spricht er über eine Synagoge. Die sagen, die wären Juden. Siehe, ich gebe da solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen, die sagen Volk Gottes, und es sind nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Der Herr wird sein Volk zeigen, auf der ganzen Welt. Und ihr sollt wissen, und der Hades wird nicht Überhand haben über seiner Gemeinde. Petrus, und auf diesen Stein werde ich die Gemeinde aufbauen und Tore des Hades werden nicht Übermacht, werden keine Macht über euch haben. Der Teufel wird die Sünde, mit der Sünde nicht die Gemeinde besiegen können. Denn der Schutzherr ist der Herr persönlich. Und er wird uns den Sieg geben. Sie sagen, wir sind auch das Volk Gottes. Wenn wir das Volk Gottes sind, dann müssen wir auch den Willen Gottes tun. Wir werden nichts anderes tun, als was im Wort Gottes steht. Das, was geschrieben steht. Schauen wir nicht auf was anderes, als das, was geschrieben steht. Und das, was uns gegeben worden ist und wir von Anfang an gehört haben, das nehmen wir, das behalten wir. Und wenn wir was Neues haben, sollen wir es nicht probieren. Liebe Geschwister, alles, was neu ist oder modern, ist nicht vom Herrn. Wenn ihr in der Apostelgeschichte seht, wie die Gemeinde anfängt, oder die Geschichte der Gemeinde in den geschichtlichen Büchern, in den ersten Äonen, in den ersten Jahrhunderten, waren die Diakonien, da waren die Gaben des Heiligen Geistes, es gab die Zungensprache, die Prophetie, die Übersetzung, sie sahen Träume, und es ist geschrieben in der geschichtlichen Geschichte, in der kirchlichen Geschichte. Und so müssen die Gemeinden sein. Und das ist die apostolische Gemeinde. Katholisch und apostolisch. Die auch die Taufe
Predigt, die Taufe im Geist, für die Zukunft, für die Entrückung, alles. Sie versteht nichts. Die ganze Wahrheit wird weitergegeben zu allen Menschen, vor allem den Gläubigen. Wir sagen nicht nur, dass die Taufe zum Beispiel im Wasser nur mit ein paar Spritzer Wasser geschieht, denn das wäre eine Lüge. Baptisma heißt vom Griechischen eigentlich untertauchen, etwas reintauchen, eintauchen. Und im Geiste, die Taufe, ist er erfüllt im Heiligen Geist. Er ist eins im Heiligen Geist. Und das bedeutet Taufe. So wie der ganze Körper in die Taufe geht im Wasser, so ist auch der ganze Mensch im Geist. Und das ist auch wichtig, dass der Mensch, der Gläubige, es verlangt. Und die wir es haben, wir vernachlässigen es oft und wir vergessen es. Und wir vergessen, dass wir eine Kraft von oben empfangen haben. Der in Sprachen spricht, der baut sich auf. Wenn ich Trauer habe, dann lass doch den Geist dich trösten und betet zum Herrn. Und das müssen wir machen. Der Herr hat uns Waffen gegeben gegen diese Trübsal. Und das ist die Lehre. Denn der Herr sagt ihnen, geht nach Jerusalem und wartet, bis ich mit Kraft komme. Die Kraft kommt vom Himmel. Gesegnet sei der Name des Herrn. Wir machen jetzt 10 weiter. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren von der Stunde der Versuchen, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und das ist für die Entrückung, dieser Vers. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren bewahrt hast. Das Wort Gottes braucht Ausharren und Geduld, um das Wort auszuführen und die Seelen zu gewinnen. Und sogar die eigene Seele. Der Geist, liebe Geschwister, soll uns die Geduld lehren. Und das ist der Gott der Geduld, den wir anbeten. Der Gnade, der Liebe und der Gott der Langmut, der Gnade, der Mitgefühl hat, ein Philanthrop. Das Wort des Ausharrens, das Wort der Geduld. Und die Gemeinde des Jesus Christus hat viel durchgemacht wegen der Wort Gottes. Wenn du einmal die ganze Wahrheit sagst, manche, die ehrlich sind, werden es annehmen, aber es gibt welche, die sich widersetzen und einen Aufstand machen werden. Die werden sagen, was ist das für ein Fanatiker? Was sagst du uns da? Das war für damals. Sprechen die heute fremde Zungen, wenn man den Heiligen Geist empfängt? Ja, natürlich. Für euch, sagt der Petrus, ist diese Gabe gegeben. Ihr 3000, die ihr seid, für eure Kinder und die von euch geboren werden und für allen, die im Weiten sind, alle, die der Herr berufen wird. Und dieses geht bis heute. Das ist ja nicht begrenzt durch die Zeit und nach uns. Das war für damals. Wo steht das? Und so wird das Wort Gottes verneint. Wenn manche die ganze Wahrheit nicht annehmen kann, können sie daran hindern, dass der Herr heute andere Menschen, die glauben, tauft? Nein. So viel hat uns der Herr gezeigt in unserem Leben. Und das Größte ist, der hat uns vom Tod errettet. Unsere Namen sind geschrieben im Buch des Lebens. Unsere Seelen, wir sind jetzt neue Geschöpfe. Viele von uns haben Heilung erhalten. Und ich persönlich sehr viele. Und ich schäme mich nicht. Und das ist das, was mich auch behalten hat. Es gab Menschen, die listig waren und sagen, welcher Gott? Ach, du denkst das, du denkst jenes, die sagen, was sie wollen. Aber wenn du persönliche Erfahrungen hast mit dem Herrn, dann fällst du nicht so. Dann bist du eigentlich traurig über das, was die sagen. So, was will jetzt dieser Mensch? Die Menschen, die das sagen, kennen nicht die Wahrheit. Die wurden nicht gelehrt in der Wahrheit. Sie haben nicht das Wort Gottes in der ganzen
Tiefe und Breite gelernt. Die haben ein paar Sachen verstanden und sagen, ja, der Herr hat uns aber nicht berufen, dass wir so auswendig lernen, dass wir nur den Schaum nehmen und alles andere lassen. Nur die Oberfläche. Wenn wir nur den Buchstaben nehmen, werden wir sterben. Wir müssen auch im Geist voll werden und unserem Herrn das Recht geben, dass er uns anreichert. Verständnisvolles Herz, damit wir glauben, damit unser Herz nicht verschlossen wird und die Versuchung kommt. Und wisst ihr, welche Zeitabschnitt das sein wird? Wenn die Menschen versucht werden, ob sie in der rechten Hand das Mal oder auf der Stirn nehmen. Oder sie werden umgebracht. Sie werden abgeschlachtet. Und er sagt, ich werde dich bewahren. Der Herr wird seine Gemeinde bewahren. Die den Namen Jesus bewahrt. Das Wort Gottes, die rein ist. Die keine Runzeln und keine Flecken hat. Die keine Pseudo-Lehren hat. Sie nimmt die Bösen nicht an. Oder die Nikolaiten. Oder andere. Nein, sie bleibt im Herrn. Im Wort Gottes. Und deswegen wird der Herr seine Gemeinde nehmen, bevor der Antichrist kommt. Wenn wir die Gemeinde beim Antichristen bleibt, dass wir den Antichristen sehen, das ist so, als ob man ein Zeichen setzt. Wenn der Antichrist kommt, dann kommt nach 3,5 Jahren oder 7 Jahren Jesus Christus. Wenn der Antichrist kommt, dann beginnen die 7 Jahre an. Wenn die 7 Jahre enden, dann kommt der Herr. Und das ist das zweite Kommen des Herrn. Die Entrückung kann nicht zwischen den 7 Jahren geschehen. Zwischen dem Kommen des Antichristen und dem zweiten Kommen des Herrn. Die Entrückung ist vor das Erscheinen des Antichristen. Und es ist wichtig, dass wir für diesen Augenblick bereit sind. Den Augenblick, wo wir es nicht erwarten, die wir nicht wissen, wird der Herr uns zu sich nehmen. Wir wissen, wenn der Antichrist kommt, nach einer gewissen Zeit kommt der Herr. Aber die Entrückung, das weiß keiner. Kein Mensch. Und es wird nicht in den 7 Jahren geschehen. Das ist eine Pseudo-Lehre. Und das nehmen wir nicht an. Denn wenn wir jetzt kämpfen, warum kämpfen wir dann? Damit wir beim Antichristen bleiben. Aber wir bleiben für die Entrückung, bleiben wir im Glauben und kämpfen. Wir kämpfen nicht für den Antichristen. Dann lassen wir es doch alles und wenn der Antichrist kommt, dann bereiten wir uns vor. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich in den 7 Jahren dann nicht das Mal annehmen. Aber das sind die törichten Jungfrauen. Die haben jetzt keine Lust zum Kämpfen, sie haben keine Lust zu beten, sie haben keine Lust für die geistlichen Kämpfe, für die geistlichen Versammlungen, den Geschwistern. Dann sagen, ja, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es da. Es gibt keine zweite Chance, liebe Geschwister. Es gibt keine zweite Chance. Es gibt kein Fensterchen. Denn jetzt, wo die Zeit ist, liebe Geschwister, wenn ich jetzt so eine große Chance vergebe, wie schaffe ich es dann? Wer ist es, der da geschrieben hat, Herr, mach uns auf im Tor? In deinem Namen haben wir doch Prophetie gemacht. Geheilt, geht von mir, sagt der Herr, ich habe euch nie erkannt. Die Sünde hat sie aufgefressen und sie haben ihren Glauben beiseite gestellt. Und als sie gesehen haben, dass die Geschwister weg waren, die Gemeinde weg war, Herr, nimm mich auch. Liebe Geschwister, das geschieht nur einmal. Das geschieht nicht zweimal, die Entrückung. So wie Judas sagt, einmal wurde der Glaube gegeben und einmal ist auch die Entrückung. Und beten wir dafür, liebe Geschwister, seien wir dafür bereit, damit wir entrückt werden und bewahrt werden von dem, was passiert wird. Es hat es noch nie, so eine Trübsal wird es nie geben und die hat es noch nie gehabt. Und der Herr wird seine Gemeinde bewahren aus dieser großen Versuchung. Der sollt wissen, denn der,
der das Mal annimmt in der rechten Hand oder in seinem Stirn, der übergibt sich dem Teufel. Und wenn er seine Hand abschneidet, sagt einer, und das Mal genommen hat. Liebe Geschwister, das ist nicht nur symbolisch. Und er wird es mit freiem Willen tun. Denn er wird sie zwingen, große und kleine, arme und reiche. Nicht mit dem Messer am Hals, mit dem System. Die Karten ändern sich, die Chipkarten, du brauchst jetzt nicht mehr so durchziehen. Ich mache das nur ich brauche nur eine kleine Berührung zu haben mit dem Empfänger. Und ich denke, was hat der für eine Kraft? Das wird das System sein. Für die, die das Mal haben, der wird sie alle sagen, es ist einfach, wozu brauchst du 10 Karten? Nimm eine. Nimm einen Chip oder nimm einen Zahlencode und dann seid ihr in aller Ruhe. Du hast alles. Deine Krankheitskarte, dein Führerschein, alles, was du willst. Nur das Leben wirst du nicht drin haben. Den Teufel und den Tod wirst du in dir haben. Und den Sohn Gottes und nichts anderes. Der Herr soll uns bewahren. Der Herr wird uns bewahren, wenn wir in seinem Wort bleiben und in seinem heiligen Willen. Denn die Versuchung wird kommen, liebe Geschwister. Und er sagt dir, Versuchung. Ich werde dich beschützen. Es ist ganz einfach. Wie hat er den Noah beschützt? Er kam in die Arche rein. Alles, was auf Erden war, wurde erdrängt. Der Herr hat seine Art. Denn Enoch hat der Herr auch entrückt. Nach 300 Jahren hat er ihn entrückt. Denn Elias hat er auch entrückt. Und dann suchten sie nach seinem Leib. Er sagt, er hat ihn irgendwo, muss er runtergefallen sein. Was soll es ein Adler werden, der denn dann lässt? Der Herr macht nicht halbe Dinge. Der Herr wird seine Gemeinde aufnehmen und die, die zurückbleiben, werden den Antichristen. Ich will nicht hier bleiben, liebe Geschwister, ich will noch nicht sehen. Ich sage auch immer, Herr, ich will nicht. Nicht nur ich, meine Kinder, meine Familie, meine Geschwister und deine ganze Gemeinde. Weg von hier. Diese Welt ist fremd geworden für uns und sie wird immer fremder. Ich weiß nicht, wie lange der Herr uns noch hier lassen wird, liebe Geschwister. Aber er wird nicht lassen, dass wir das Mal aufnehmen, dass uns der Antichrist Böses antut. Viele sagen, die ersten 3,5 Jahre werden schön sein mit ihm. Wann hat der Teufel was Gutes getan, liebe Geschwister? Warum soll er es dann machen? Will er die Menschen bezirzen, um sie zu gewinnen? Wie wird er kommen? Ich bin euer Messias. Wisst ihr, wer an ihn glauben wird? Denn die des Namen nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, die werden als Erretter annehmen. Die Gemeinde wird nicht mehr da sein. Es wird aber viele Menschen haben, die sich widersetzen, aber sie sind nicht die Heiligen des Neuen Testaments. Die heißen heilig, und das sehen wir später. Denn die werden glauben, und von der Zeugnis der 144.000 und von den zwei Propheten und Engel wird das Evangelium verkünden. Denn da wird es Hunger haben und Durst für das Wort Gottes. Und es wird nicht überall verkündet, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Land. Es wird viel schwieriger werden. Und die errettet werden,
werden das nicht annehmen, das Mahl. Und die meisten von ihnen, liebe Geschwister, wird er quälen. Und es sind unbeschreibliche Dinge, die da geschehen werden. Deswegen versuchen wir, das zu umgehen, denn der Teufel hat einen großen Hass auf uns. Er hat nur wenig Zeit. Und deswegen ist er auch zornig und versucht, so viel wie möglich Menschen zu verschlingen. Weiß der Teufel, wann den drückt? Nein, das weiß er auch nicht. Nur der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Nur der Herr weiß wann. Wir wissen es nicht. Viele sagen 1917, 2017, 2025, 26. Das steht, das ist der Herr über offenbart. Hat der Herr gesagt, dir zeigen, da wird die Entrückung geschehen. Von allem dem, liebe Geschwister, was wir sehen, müssen wir wachsam sein. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Er wird sehr plötzlich kommen. Andere wieder bei der Arbeit finden, andere im Schlaf. Anderen, wenn sie wach werden, sie sagen, morgens geht man zum Beispiel zur Mühle, die zwei Frauen. Zwei werden im Acker sein und arbeiten und andere werden schlafen. Das heißt, der eine wird entrückt, der andere bleibt. Das ist sehr schrecklich. Und da wird die Trennung geschehen. Und die, die entrückt werden, das ist die Gemeinde Christi. Und das ist eine Braut. Was sind die anderen? Die zurückbleiben? Das ist nicht mehr seine Braut. Das ist nicht seine Gemeinde. Sie haben vernachlässigt die Errettung. Seien wir nicht so, liebe Geschwister. Viele sagen, wir werden 5-5, die Hälfte. 50% von der Gemeinde. Nein, das ist ja nur ein Gleichnis, aber wir hoffen, dass es nicht so wird. Bleiben wir im Willen Gottes, reinigen wir unser Herzen, dass wir denken, wir haben Zeit. Der Herr weiß, liebe Geschwister, das, was für uns ist, zu tun ist, dass wir bereit sind. Wir sollen bereit sein. Denn wir wissen nicht, wann unser Herr kommt. Der in ein weites Land gegangen ist, der kommt. Selig ist der, der wach ist. Der wachsam ist. Und die Diener, die wachsam sind. Seien wir wachsam, liebe Geschwister. Wenn ihr aufpasst, liebe Geschwister, die Anomalie, die Perversität ist extrem geworden auf der Welt. Das ist wie eine Epidemie. Ach, so sehr. Und so plötzlich. Ja. Die Tage werden immer schneller, liebe Geschwister. Und wisst ihr, der Tag, der Plan des Herrn muss erfüllt werden. Und die Menschen, die diesen Weg genommen haben, die hassen Gott. Wenn du einen über ihn, den Herrn sprichst, der greift dich vielleicht an. Und wenn du sagst, so steht es in der Bibel drin, vielleicht bringen sie dich auch noch vor Gericht. So weit ist es gekommen. In England hat ein Bruder gepredigt wegen dem Thema und da haben sie ihn angezeigt. Wir haben Rechte und du verletzt uns, aber haben wir keine Rechte? Sind wir nicht frei? Wir haben doch auch Rechte. Wir haben Rechte von der Nation und von dem Land, aber auch von unserem himmlischen Heimat, um die Wahrheit zu sagen. Wir können nicht sagen, dass es was Natürliches ist. Es ist nicht natürlich. Es ist eine Krankheit. Es ist fleischliche Lust. Und das ist eine Sünde. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Der Herr soll aber uns bewahren, liebe Geschwister. Bleiben wir bis zum Schluss. Ich
Und er sagte, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Denn der Herr wird uns entlohnen am Ende, liebe Geschwister, mit einem himmlischen Kranz, der nicht verwelkt, den Kranz des Lebens. Es gibt noch viele andere Dinge, die wir nicht gesehen haben, aber gehen wir ein in die Freude des Herrn, liebe Geschwister, damit wir von dem Herrn Hand das Wort hören, du warst im Wenigen treu, im Viel werde ich dir geben. Der überwindet, das heißt, wir werden Kämpfe haben in dieser Welt. Die Dinge sind nicht so, wie wir denken. Ja, es kommen auch die Tage des Segnungen, der Herr bringt uns in Frieden, aber es kommen Kämpfe für uns, liebe Geschwister. Glaubt nicht, dass der Teufel den Weg aufmacht für uns, sagt, kommt vorbei. Nein, im Gegenteil. Er gibt Widerstände, Fallen. Aber durch den Glauben werden wir alles besiegen. Und wir bleiben bis zum Schluss, liebe Geschwister. Und deswegen sagt er hier, den werde ich Säule im Tempel meines Gottes machen. Und im himmlischen Tempel. Und er wird nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihm den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Der Eintritt ins himmlische Jerusalem durch den Namen Jesu Christi. Denn das ist die Wahrheit. Und deswegen sagte sie, blieben in der Lehre der Apostel. Denn das ist der Eintritt, das ist das Tor zu himmlischen Jerusalem. Nicht durch Menschensitten. Glaube erstmal, dass der Jesus Christus für dich gestorben ist, bezahlt hat, empfange das ewige Leben, behalte es. So werden wir das Gesicht Gottes sehen. Der Herr soll uns Ohren geben zum Hören. Wir haben alle Ohren und wir hören alle. Und das sagt der Heilige Geist, sodass wir aufpassen, wie wir hören. Das, was wir hören, das ist in unserem Herzen bleibt. Nicht hier an der Ohrmuschel. Und wenn so den Kreis machen, dann geht's raus. Aber auch wenn es oben bleibt, hier im Kampffeld, was unsere Gedanken sind, der manchmal sehr stark ist, und dann kommen die Vögel des Himmels und nehmen sie die weg. Deswegen beten wir, bevor wir das Wort Gottes hören, und beten wir, dass der Herr uns sein Wort schenkt, damit unser Herz das annimmt und dass wir im Glauben wachsen, in der Liebe und in der Geduld. Der Herr mit uns, liebe Geschwister. Stehen wir auf.